Wasser ist ein ganz besonderer Saft, vor allen Dingen, wenn es sich um das Wasser des Lebens handelt. Was hier so aussieht wie klares Wasser, ist etwas Gebranntes. Daraus wird in 3 Jahren Whisky. Herzlich willkommen auf der Aquavitae 2016. Mein Name ist Stefan Kerzel. Wir präsentieren Ihnen in diesem Jahr wieder das Neueste aus der Welt des Whiskys und der gebrannten Köstlichkeiten. Wir gehen jetzt gleich in die Mülheimer Stadthalle und dann zeigen wir Ihnen, was es in diesem Jahr alles an Besonderheiten gibt. Whisky ist ja eine globalisierte Spezialität. Tatsuya ist Chef des Highlander Inn Hotels. Tatsuya, what's about your inn? It's a very small hotel. Yeah. We only have 8 rooms, yeah, but attached with good whisky bar. That's why we are here to promote hotel and Scotland. Where is it in Scotland? Located the right middle of whisky region called Speyside. Actually, if you look at the map, we are right middle. Is this your own whiskey? Or? Yeah, we do our own bottling 2-3 times a year. And this has been not bottled there. Just we took 1 bottle sample and a photocopy label on it. So it will be released next month. Extremely popular. Hier sehen wir ganz klar, das ist ein Gin. Und zwar handelt es sich um einen schottischen Gin, Caroon, bei dem viele außergewöhnliche Botanicals mitdestilliert wurden. Also abgesehen von den klassischen wie Wacholder, Koriander, Zitrus und so weiter, haben wir hier halt noch drin Vogelbeere, Apfel, Löwenzahn, Myrte. Dieser Gin ist zweimal gebrannt. Wir haben also einmal das Grunddestillat und beim zweiten Brennen werden eben diese Botanicals mitdestilliert. Und dadurch kommen eben diese Aromen mit in den Gin. Und schmeckt? Schmeckt vor allen Dingen nach. Ja, das ist der Unterschied. Das ist ein richtiger Rum mit richtiger Ananas. Die meisten nehmen einfach nur Aroma. Wir haben also Ananas geschält und dann in unseren Rum reingelegt. Ungefähr 3 bis 4 Monate im Fass liegen lassen und dann abgefüllt. Der hat schon mittlerweile 3-mal Gold bekommen. Der ist als beste Spirituose ausgezeichnet worden in Amerika, als beste Spirituose ausgezeichnet worden für Europa und hat eine Goldmedaille auf dem Rumfest jetzt vor 2 Wochen bekommen in Berlin. Das ist auch ein Rum von Plantation, das ist der Extra Old, der ist ungefähr 13 Jahre alt und das ist unser stärkster Artikel, den wir im Sortiment haben. Und was ich ganz neu habe bei uns im Sortiment, ist ein Whisky aus Frankreich von Rosselieu. Das ist einer der bekanntesten Whisky-Marken da und bin ganz froh darüber, dass ich den mittlerweile auch in Deutschland vertreiben darf. Wir müssen jetzt ein bisschen leiser sprechen, denn wir sind kurz vor dem Beginn eines Tastings. Neben mir steht Fraser Hux. Fraser, this is not whiskey yet. Not That's yet. No, it's a mixture between 2-year-old and 1-year-old. This is called Ardnamurchan, yeah. Spirit in Progress. The difference between spirit and whiskey is obviously 3 years and 1 day. I've seen it's colored yet. How did you get the color in? The color is natural. It comes from the cask. What would be a difference in tasting compared to quite normal whiskey? Obviously, it's much younger. Yeah. It's not mature yet. But what we have here, we found quite exceptional. It was matured in a warmer warehouse, so it matured faster. So it has got some of the flavors that we're looking for. Bisschen scharf. Scharf ist er ein bisschen auf jeden Fall, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass er 1 Jahr ist. Ja. Vanille, ein bisschen schwierig, glaube ich. Aber lecker. Gleich wird hier ein Preis verliehen. Lars, was macht ihr hier bei Kattisaak?
Das ist die Preisverleihung von unserem Whisky Cup. Dort werden 4 Blind-Samples verteilt an alle Interessenten. Es war schön zu sehen, wie doch relativ bekannte Originalabfüllungen bei den Leuten blind nicht bekannt waren. Es wird versucht zu raten, welcher Whisky ist in den Blind-Samples. Und wer die meisten Punkte kriegt, das sind meistens Gruppen, die kriegen dann einen Preis und dürfen den nächsten Cup ausrichten. Wir haben 38 Teilnehmer, Einzel- und Gruppen zusammen. Die Punkte rangieren zwischen 33 und sage und schreibe 98 Punkten. Richtig ordentlich, ja? Und das ist ein großer Spaß, wenn man dann gemeinsam am Tisch sitzt und die dann gemeinsam verkostet. Und wenn es aufgelöst wird, dann überrascht es, ach du lieber Gott, das hätte ich ja nie gedacht. Platz 38 mit 33 Punkten ist Cologne Drumster. Also ich glaube, dieses Jahr haben über 200 Leute mitgemacht in, glaube ich, 34, 35 Gruppen. Platz Nummer 1, 98 Punkte, knapp an den 100 vorbei, Seventh Sense aus Berlin. Das ist natürlich eine Menge Arbeit, auch die ganzen Samples abzufüllen und eine ganze Menge Flaschen, die abzufüllen ist. Es steckt auch ein bisschen Arbeit dahinter. Also manche Leute haben auch ein bisschen Angst, dass sie Erster werden, weil sie den nächsten dann auch abfüllen müssen. Das große Ziel ist manchmal der Platz 2. Ewiger Ruhm, aber weniger Arbeit. Also es gibt ja auf so einer Messe nichts, was es nicht gibt. Und das hier ist die ganz aktuelle Männerhandtasche. Was ist da drin? Also, wir kommen eigentlich aus dem Weinbereich. Das Besondere halt dieses reinen Terroir-Gins ist tatsächlich Traubengut. Das heißt, das ist ein reiner Trester-Gin und Terroir-Gin deshalb, weil es ist Priorat. Die Botanicals, als auch das Wasser, als auch das Basismaterial für den Alkohol, kommt nur aus dem Priorat. Das macht es, ich glaube, weltweit einmalig. Macht einen schlanken Fuß und ab heute wissen wir, Frauen haben Schnappsäcke, Männer, da geht der Trend zur Handtasche. Eines der Mythen besagt fälschlicherweise, dass der Whisky aus Schottland kommt. Clément, du bist Bretonin und präsentierst uns jetzt einen bretonischen Whisky. Was ist denn dessen Besonderheit? Der wird in bretonischen Eichen gereift und dann in Sherryfässer. Also der Double Maturation ist unser Flagship-Whisky, unser Bestseller. Und der hat auch sehr viele Preise in Europa und auch in Amerika gewonnen. Und für uns alles ganz Besonderes wegen der Eiche, der bretonischen Eiche. Unsere Küfer, der sieht ein bisschen wie Obelix aus. Ja, aber ernst, ja? Der hat so große Hände. Und der macht Fässer, der macht ja 25 Fässer für uns pro Jahr, aber das sind ganz wichtige Fässer für uns. Also, wer demnächst ein Asterix-Heft liest, es könnte ja sein, dass im Zaubertrank des Druiden Miraculix ein Stück von dem damals war, was heute im bretonischen Whisky ist. Arno, ihr habt jetzt ganz spezielle Spezialitäten. Absolut, ja. Also wir haben die ganzen Nischenspiritosen, die ja sonst kein Aussteller hat. Wir machen keinen Wodka und Whisky, dafür alles andere, was das Herz begehrt. Wir haben von feinsten Gin aus England über Rum einige schöne Marken, über die ganzen lateinamerikanischen klassischen Spiritosen wie Cachaça, Pisco. Ihr habt jetzt hier schon was angerührt, ne? Ja, das ist der Pisco Sour aus dem Pisco, dem peruanischen Traubenbrand, hergestellt. Das ist so der Nationalcocktail von Peru. Fakt ist, der Pisco Sour wurde in Peru vor genau 100 Jahren sogar das erste Mal angeboten im Morris Hotel. Basis war der Whisky Sour, das damals schon ein beliebter Cocktail war, und dann ist ein Amerikaner, der Victor Morris, ist nach Lima gegangen, hat dort gearbeitet und hat dort den Pisco Sour auf Basis der lokalen Spirituose einfach angeboten. Wie läuft es denn auf der Messe für euch? Also bisher sehr gut. Jetzt war der erste
Zeitpunkt, wo wir mal Zeit für euch hatten. Es gibt eine Besonderheit, denn in Dublin gibt es eine ganz neue Distille. There used to be about 30 to 40 distilleries in Dublin, and today there's only one. And that one distillery is a Teeling Whiskey Distillery, and that's us. Traditionally we had, and it's on our bottle actually, we have the year 1782, yeah. Because Walter Teeling, an ancestor of the Teeling brothers, had a distillery back in the area of the Liberties. Now, we couldn't build exactly where Walter's distillery was. It was a little bit too small. So we bought a warehouse and we turned it into a distillery in the city. What's different about our whiskey is that Irish whiskey for a very long time was known as one style. And what we're trying to do is bring those bold flavors, those different styles back to Irish whiskey. But for the moment, with the whiskies we have, we're talking a lot of finishes. And for this one, for example, a Calvados cask. Ooh. So finished in Calvados, a 13-year-old single malt, finished in a Calvados cask. So interesting things like that. So there's some new faces in your tradition. Exactly, exactly. Really, really trying to bring all of that back. Eine der kommenden Spezialitäten neben dem Whisky ist der Rum. Neben mir steht Dirk Becker, du bist Profi in Sachen Rum. Mhm. Ja, ich mache seit 20 Jahren Rum sozusagen. Und durch meine Leidenschaft habe ich sehr viel Kontakt zu den Menschen bekommen, die Produkte herstellen. Und wir haben ein sehr kleines Portfolio von, ich nenne es handverlesen, es sind halt Produkte von Menschen, die keine großen Firmen sind, aber die alle eine wirkliche Geschichte dahinter haben und sehr hochwertigen Rum produzieren. Ich fliege halt direkt runter zu den Distillen, nach Panama, nach Barbados oder sonst wohin, suche aus den Kellern Fässern aus, das heißt, wir nehmen einfach den Holzstopfen raus, ich probiere aus dem Fass und entscheide dann, ob ich das haben möchte oder nicht. Dann werden die Originalfässer entweder im Schiffscontainer oder per Flugzeug nach Berlin gebracht. In Berlin wird ein Loch in das Fass gebohrt, ein Hahn reingeschraubt und abgezapft. Also keine Filtration, keine Veränderung, sondern das ist wirklich der Stoff, den ich vor Ort so ausgesucht habe. Und wie sind die Erfahrungen damit? Sehr gut, also die Leute sind sehr begeistert davon. Thilo, die 11. Aquavite auf dem Höhepunkt. Wie fühlst du dich? So wie das Wetter ist. Wunderbar, alles bestens. Sehr viele Leute, tolle Aussteller. Hervorragend. Also. Sieht sehr gut aus. Was hat sich denn in den letzten Jahren so aus deiner Sicht als Profi so an Trends und als Schwerpunkten herauskristallisiert? Also wir haben eine ziemliche Konstanz bei schottischen Whiskys. Nach wie vor, sag ich jetzt mal, am populärsten. Aber Irland ist zum Beispiel auch sehr stark im Kommen. Ja, irische Produkte werden sehr stark nachgefragt. Wir wissen ja nicht, was der Brexit bringen wird. Und die Iren sind in der Eurozone und gibt sehr viele positive Dinge, die da darauf hinweisen, dass es auch in Zukunft gut für die laufen wird. Gesetzt den Fall, wir sind in 3 Jahren hier auf der Messe. Worüber unterhalten wir uns dann? Ja, über Schwerpunkt Whisky, aber wie gesagt auch Rum und Gin. Und ja, das ist so was, was man so trendmäßig so ja, nachempfinden kann. Egal wie viel Whisky in der Flasche ist, irgendwann ist auch die größte Flasche leer. Und irgendwann ist auch diese Messe, die Aquavite 2016, zu Ende. Wir sind sicher, dass es Ihnen Spaß gemacht hat. Wir freuen uns, dass Sie da waren. Und wir freuen uns vor allen Dingen, dass im nächsten Jahr alle wieder hier sind, hier in Mülheim, hier in der Mülheimer Stadthalle, zur Aquavite 2017.